Und diesmal wieder dabei die Kursorten. Fangen wir mit A an, wie Ass Reiter. Hi. Hallo, grüßt euch, liebe Zuschauer. Und weiter über M wie Momino. Jo, Hallöchen. Ich habe ein bisschen Und gleich. okay. Und natürlich auch das R nicht zu vergessen. Ramagani. Ciao. Ciao. Welcome. Bis Ja, ciao. das Das sagt in man in Italien so. Italien heißt guten Tag. Ciao. Ach so, okay. Gut. Wenn ich mich noch recht erinnere, ich war hier an der Anbindung von unserem Übergangsbahnhof zum Umaino hier eine Linie zu machen, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Das interessiert jetzt Frage, einen. habt ihr sie schon gemacht? Ja. So, also. Zum Ostübergangsbahnof Ost. habe ich schon eingemacht, aber zum Nord noch nicht. Das mache ich jetzt. Da ist Oh, eine. es wird Sommer, der Schnee geht weg. Ja, es wird Frühling. Was Es war mache ich nie denn Schnee jetzt? da. Ha, Was, Was du mache bist ich in denn jetzt? Österreich und kein Schnee? Ja, ich habe genau einmal Arbeit gehabt, diesmal mit Schnee. So, Jungs, erzählt mir, was mache ich überhaupt jetzt? Ja, ich würde mal sehen, was. Ja, Ja. nee, weil du bist jetzt oben bei, also Aprisis, du bist jetzt oben bei Mobino beschäftigt. Aber nur noch eine Linie machen, dann sollte das alleine erstmal laufen. Wieso? Ja, weil ich hier irgendwie, bei mir ist alles angeschlossen, ich brauche nur noch die Übergänge. Okay. Ja. Na, bei Wien wolltest du einen Hauptbahnhof machen, der öffentliche Hand ist. Ja. Ja, den wollte ich machen, aber dafür habe Dann. ich noch nicht das Geld, Okay, dann bei Kollege. Frankreich, dort bei Luxemburg, mal einen Übergangsbahnhof. Den kannst du Oh. doch bauen, so mit drei Haltestellen für Bus und gut ist, oder? Ja, das ist mir doch egal. Ob Warnwoch ist Ja, eigentlich dann bau sinnvoll? den doch mal. Und den kannst du gleich mit der Ups. öffentlichen Hand bauen und dann baust du Da hat man nur schon, oder? Ja. Dings hin. Wo ist denn da das Problem? Da ist doch gar kein Problem. Was legt er mir jetzt wieder ins Maul hier? Das ist ja unglaublich. Ehrlich mal. Wir haben Oh. zwischendurch eine Frage stehen. Ja, also du Eventuell. kannst Ja, jetzt klar, nichts dann. bauen, oder wie war das, Ramagani, weil du kein Geld hast? Doch, 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 Geld habe ich noch. Das Problem ist halt nur, dass Aprisus jetzt woanders beschäftigt ist und ich. Dann bau doch den Übergangsbahnhof Ja, ich schon, bin noch dass. dabei! Alter Schwede! Halt doch's Und dann Maul schließe jetzt! ich den doch dort mit an. Ne? Ich sehe doch schon, dass er da entsteht. Ist doch alles gut. Ja, Und dann er halt aufs baut den sogar Maul! mit seinem Geld und macht ihn dann öffentlich, aber okay. Ja, Er hat's ja. prima. Nein, nee, 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 das ist schon Sinn und Zweck, ey. Es wird hier nichts mit öffentlicher Hand gebaut, ne? Ach so? Ja, Ja, sehe was ich auch denkst du, so. was denkst du denn? Ja, aber du musst es ja eh dann der öffentlichen Hand übergeben. Ja, das mache ich dann, aber ich habe es dann auch bezahlt. Gut, okay, wenn das in Zukunft so gehandhabt wird, weil die zwei Sollte schon, ne? Übergangsbahnhöfe zu Momaino, die habe ich klein mit der öffentlichen Hand gebaut. Der Drecksack, er bescheißt. Ah, du glaubst es nicht, du Cheater, zu Ich würde viel, das zu eher viel. als, wie soll ich sagen, nicht vorher abgestimmte Sache abtun. Ey, Das das, ist doch sowas selbst, muss man nicht das ist doch selbst. abstimmen. Nee, das ist selbstverständlich, dass du das erst baust und dann in die öffentliche Hand übergibst. Also, ach Mann, oh Das Mann, oh Mann. sieht man mal wieder, wie die Kollegen hier einen die eigenen Folgen der anderen gucken. Das ist unbeschreiblich. Wieso hast du hast einen YouTube-Kanal? Oh Mann, jetzt mach den öffentlich, damit ich hier den Stopp hinsetzen kann hier. Junge! Finger weg von meiner Fickschnitzel, Drecksacke. Finger weg von meinem Bier, du Fickschnitzel. Und Nein. siehst du, Okay. in Ankara wurde schon eine Kirche gebaut. Siehst du, bei mir Ey, um. Respekt, ja, genau. Eine Ja, Kirche in Ankara. Ich dachte, das wären Moscheen da. Nein, Oder kommt denn nein. jetzt? Hey, dafür hat er in Ankara keinen YouTube mehr. Gut. Ja, genau. Also Ramagani, ich habe schon mal bei dir an Toulouse, ne, habe ich da schon unseren Übergangsbahnhof gemacht. Was hältst du davon? Ja, passt. Hast schon gesehen, ne, Ich ne? Wo ist denn der na, öffentliche nee, Stopp ach. Public halt, ne? Genau. Benenn den öffentlichen Bahnhof mal noch Ach, anders. Leute. Das Ach ja, ist das nur kann eine ich jetzt noch machen, Einbahn. genau. Ja, das machen wir mal als erstes dann. Du hast vollkommen recht. Wie nennt ihr das was? Also, ich kann es ja gucken bei Kopenhagen und hier bei Minsk, wie ich die Übergangsbahnhöfe da genannt habe. Also, Übergangsbahnhof abgekürzt als ÜBH. Da hatte ich ÜBH, so ÜBH. Aprisus Momaino abgekürzt mit AM und dann Ost und Nord.
noch dazwischen. Ich nenne das... Deine Mama ÜBH, ey. Asram nenne ich das, ganz einfach. Asram. Nicht SD-RAM, sondern Asram. Oder was hast du, verstehst du auch, ne? Asram, was das ist, oder? Ja, klar. Ja. Und dann mache ich dann noch... Aber wie nennt man den Übergang zwischen Ramagani und Aprisos? Das müsst ihr euch einig werden. Ja? Ventilator oder sowas. Nein, Schlampen für Aprisos. Was? Na, nix. Das höre ich mir nochmal an. Also ich habe das jetzt Asram F-E gemacht für Frankreich, Spanien. Auf Leute. So, und jetzt machen wir den noch öffentlich, oder? Kreativität gleich null, hä? So. So, ich gehe jetzt hier in die öffentliche Hand, um den mal umzubenennen, glaube ich. Ramagani. Nein, das ist der Bahnhof, steht auf meinem Land und der Bahnhof heißt so, wie ich den Bahnhof genannt habe. So. Luxemburg 1 Land H? Dein Ernst? Maul. Nein, keine Ahnung. Ramagani, schickst du dann da auch ein Fahrzeug hin oder eine Kutsche oder sowas? Ja, ich bin da schon. Du baust auf meinem Gelände, Mann. Ja, klar, ist ja nicht schlimm, ne? Bei mir sind so viele Berge, da habe ich gedacht, ich mach das dir. Sei froh, dass du nicht die Kosten hast. Oh, Leute, das geht so nicht. Siehst du doch, oder? Ja. Ey, das ist öffentliche Hand, das war ich gar nicht. da kommt jetzt meine arische Mentalität. Gefällt dir da nicht, oder was? Ja, doch, passt schon, aber man hätte ja auch mal was sagen können, wa? Hab ich doch, du hörst wohl nicht zu. Gut. So. Momaino, alles klar? Hat Momaino schon gesagt in dieser Folge? Bist du überhaupt schon da? Ich hätte schon eine Frage, aber man hört mir ja nicht zu. Du redest ja. Also, beziehungsweise, ich will seit 5 Minuten eine Frage stellen, aber das geht irgendwie total unter. Ja, das ist ja keine Frage. Ab wann lohnt es sich, dass man eine eigene Stadtlinie macht? Relativ zügig eigentlich. Ja, sobald 2-3 Gebäude nicht mehr im Abdeckungsbereich sind, kannst du damit anfangen eigentlich. Ja, okay. Also die Kutschen sind so langsam, da ist das nicht so riskant. Bei einem Gebäude musst du damit nicht anfangen. Hat keinen Sinn. So, Asram. Asram, das wird Jan wie so ein, keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin Aria, ne? Alles klar. Du weißt Bescheid. Bitte. Ich weiß Bescheid, genau. Ja, Österreich ist Little Deutschland. So. So, also ich hab den Rap-Übergang jetzt auch beliefert mit Kutschen, ne? Ja, ich fahr schon seit einer halben Stunde. Rap-Übergang, Alter. Leute, hört auf zu kiffen. Oh Mann, ey. Ja, liebe Zuschauer, tut mir leid, aber das ist Simultrans am Anfang, ist halt ziemlich langweilig. Also die dritte Folge jetzt so ein bisschen hier diesen ganzen Scheiß da mit Namen übernennen oder in Benennung und so, das ist dann halt jetzt so. Ja, da muss man durch. Aber ansonsten... Das ist nicht so lang, so für so viele Langeweile haben wir aber schon kräftig gelacht. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja, nein, ich sag jetzt mal, spielintern ist halt die Langeweile einfach extrem hoch, erstmal in den ersten Folgen. Ja, guck mal, hier in Mailand kann ich schon wieder ausbauen. So, dann werde ich noch weiter meine Bushaltestellen in Rathaus umbenennen. Seit einer Woche. Ist schon Spanien angeschlossen? Spanien habe ich jetzt angeschlossen. Seit einer Woche versuche ich schon... Hallo? Jetzt weißt du, wie es mir vorgegangen ist. Seit einer Woche versuche ich schon die Leute hier in Italien voll zu labern, wer Weltmeister wird in Brasilien. Mhm. Tipp? Österreich! Also. Ja, wahrscheinlich, ist klar. Ey, wir hätten uns ja fast qualifiziert. Fast. Ja, das ist ja schon eine Auszeichnung. Ja, wenn ihr jetzt nicht dabei seid, für wen bist du dann? Das ist jetzt die Frage. Also Deutschland schon, wirklich dabei ist. Nein, Deutschland wird es nicht. Wieso? Weil wegen ist so. Nein. Nein, jetzt, kann nicht sein. Nein, Deutschland wird nicht Weltmeister. Okay. Nein, ich meine jetzt nicht, wer Weltmeister wird von Momaino, wüsste ich gerne, sondern welche für Mannschaft favorisiert er dann in dem Moment? Meine Favoritenländer sind eigentlich Schweden und Mexiko. Ach so. Türkei. Türkei?
Ja, war doch ein großes Spiel damals, Österreich-Türkei. In Österreich. Hä? Da ging doch die Post ab. Nicht? Ach Leute. Ja, da war kein Österreicher im Stadion wahrscheinlich, ne? Nein, die Türkei durfte doch 2008 bei der Europameisterschaft nicht mitspielen, weil sie nämlich so ausgerastet sind gegen die Österreicher. Und so, ja. Das ist schon lange her. Oh, Leute. Fußballhistorik, das ist, Wir sind halt Simotrans-Spieler, ne? Ja, aber als Simotrans-Spieler sollte man wissen, dass Notre Dame nicht in Mailand steht. Ja, aber ja. Wann war die WM das Spiel, worauf du jetzt anspielst? In welchem Jahr? Das war die Qualifikation für 2008. Naja, siehst du, davon können wir doch gar nichts wissen. Wir leben 1905. Hallo, ihr seid doch alle älter als ich. Okay, Momino nicht, aber Leute, ehrlich. Ey, weißt du, wir sind älter, das verstehst du schon richtig. Und ab einem gewissen Alter hat man Alzheimer. Weißt du, Reiter hat damals auch für Hitler salutiert. Weißt du, was ich meine? Oh, ey, jetzt ist es so eng. Jetzt müssen wir mal vorsichtig langsam werden, ja? Nein, Scherz am Rande. Aber nein, ich meine so, das ist doch so, keine Ahnung, das ist doch Grundbildung Fußball. Gerade für Europameisterschaft und Weltmeisterschaft nach 2006. Ja, ich kann mich nur entsinnen, dass in Belgien, glaube ich, das erste Stadion zusammengebrochen war. Nee, in England war das. War das Liverpool? Nein, in Belgien, das war doch vorher, ne, oder? Nein, das war in Liverpool. War das in Liverpool, wo die 100... Ja, ich glaube, Liverpool war das, ja. Liverpool, ja, genau. Ich glaube, es war England irgendwas, ja. Ja, das war schon England. Ja. Ja, aber wenn man dann überlegt, dass man jetzt in Brasilien, wo relativ viel Armut auch herrscht, dann sowas dahin bringt, ne, bringt das dem Land was? Ja. Auch der den falschen Leuten da im Endeffekt nur, ne? Definitiv haben die Leute, die vorher schon gehabt haben, die haben danach mehr. Ja, und die nix haben, die haben jetzt dann noch, ja, geht's noch schlechter, die, ne? Die Frage ist ja auch das, was ich jetzt immer in der Doku gesehen hatte, die gehen ja jetzt gegen diese Drogenviertel dort vor mit Armee, richtig, da rückt ja richtig die Armee ein, ne, weil sie es anders gar nicht mehr unter Kontrolle bringen. Bloß die Einwohner, die sind halt so der Meinung, naja, bleibt das dann auch so, wenn die WM vorbei ist, oder zieht dann das Militär wieder ab und die Drogenbarone kommen wieder rein, weißt du? Das alles, was sie jetzt machen, das hat alles mit dem Pissen. Wo abriesest du da? Was? Du hast da einen Fehler gemacht. Wo? Umschlagsplatz, Nord. Ja. Warum musst du zwar Stopp, also Einfahrt verboten, Schirm in die Ausfahrtrichtungen? du glaubst es nicht. Du glaubst es nicht. Also die gelben Seiten, das ist die Einfahrtsrichtung, und die grauen Seiten, das ist die Ausfahrtsrichtung. Okay, ich gehe gleich hin und guck mir das mal an, aber das kann schon gar kein Fehler sein. Ich mache keine Fehler, das war nur eine Neuerung, die ihr noch nicht begriffen habt. Ja, das ist wie mit dem Ampelmännchen, ich weiß. Ja, genau. Er wieder. So. Gut. Genau. Ach, jetzt wollte ich in eine Meldung rein und gucken, wo ist denn überall was gebaut? In Trondheim, also, Mailand, Venedig, Bern, Palermo. Nein, also ja. Ankara. Also, okay, bin in der öffentlichen Hand, kann das aber nicht machen, oder was? Achso. Jetzt nochmal zum Thema Brasilien, ne? Mhm. Das wird danach genauso sein wie vorher auch. Die Leute, die leben immer noch im Ghetto, die wissen nicht, wie sie was zu essen auf den Tisch bringen, und die sowieso schon die Kohle hatten, die haben Kohle gemacht. Ja. Das ist so, das ist so, ja. Da bereichern sich nur die entscheidenden dran. Jetzt funktionieren. Jo, jetzt funktionieren. Juhu, wir können wieder fahren. So. Ab dafür. Genau. Und da würde ich nämlich bald sagen, wir haben nämlich jetzt unsere Zeit wieder ran, da wir ja die Folgen nicht jede Folge eine halbe Stunde hier machen wollen. Genau. Haben wir jetzt die Zeit wieder geschafft, und was haben wir in der Folge geschafft, außer über Fußball zu quatschen? Ich habe einen Umschlagsbahnhof mit Ramagani gemacht, und ich habe doch alle meine Namen umändern können in Rathaus. Also ein bisschen war da schon was. Das habe ich ja schon die ersten Folgen gehabt. Also ja, da habe ich das vernachlässigt. Wir haben Bahnhöfe geschaffen, und es läuft. Ja. Und Rambo Grama war wieder aktiv. Okay. Ja, dann würde ich bis zum nächsten Mal. Ja. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Bis dann. Ciao.